Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Curse of the Pumpkin Prince. Natürlich mal wieder mit mir, Little Compass Brain und dem Max, der mich hier gerade schon ganz lieblich von der Seite geküsst hat. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und müssten jetzt gerade sein in Zenoros Keller. Und ja, hier ist nochmal ein Goldnugget, den nehme ich nochmal mit. Und dann wollen wir hier doch mal raus. Ich habe ziemlich... Au, au. Och nö. Okay, hinter uns ist alles zu. Das hier soll ja angeblich auch so sein kleiner geheimer Magiekeller sein. hier ist noch ein Golden Nugget. Da hinten ist ein Mob-Spawner, aber irgendwie kommen da keine Mobs raus. Das finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Oh Gott, das wird eine Horror-Map. Max hat schon richtig Angst. Hier sind auch Mob-Spawner, da kommt aber noch nichts. Hier ist noch ein Golden Nugget, den nehmen wir natürlich auch mit. So. Wenn ihr Curse of the Pumpkin Prince 1 noch nicht gesehen habt, solltet ihr dort natürlich reinschnuppern. Aber das solltet ihr normalerweise schon gesehen haben. Ich höre irgendwo ein Schwein. Hilfe. Curse of the Pumpkin Prince 1 haben wir schon gespielt, Max. Das ist jetzt ja auch der zweite Part. Wir haben noch mittendrin angefangen gerade. Curse of the Pumpkins, was war das noch? Das war das, was wir gestern gemacht haben. Max ist mal wieder richtig in der Story drin. Also Max ist dafür da, dass wir die Story ja auch nie aus den Augen verlieren. Genau. Hier geht's weiter runter. Jo. Warum nicht öfter mal? Da geht's ganz weit runter, aber da will ich eigentlich noch gar nicht hin. Oh, guck mal, was ist das denn hier für eine Lagune? Hui. Hier wohne ich. Okay, hier gehen wir noch nicht lang. Hier ist erst. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe, die habe ich gerade erblickt. Ach komm! So, Gold Nugget, den wollte ich haben. Ich komme nicht mehr aus dem Wasser, Max, ich bin zu doof. So, da bin ich schon wieder. So, gehen wir mal hier runter. Irgendwas sagt mir, dass das hier eine krasse Falle ist. Ich weiß nicht. Was steht da denn rechts? Sorry, the key is not down this part. Okay, hier sind Mohn, Fackeln, Apfel. Nimm dir auch mal ein bisschen was raus, von Keks oder so. Popkekse. Das können wir nicht kaputt machen und dürfen wir auch nicht kaputt machen. Hier geht's so in zwei Dinger runter, aber geht da nicht runter. Denn da kommen wir nicht mehr raus. Das ist nur ein Block tief, das bringt uns nichts. Das ist einfach nur dafür da, dass das hier leuchtet. Okay, hier soll der Key nicht sein. Hier kann man das doch abbauen, oder? Nee, das können wir nicht abbauen. Nee, doch nicht. Und dürfen wir auch nicht. Und das können wir halt, wie gesagt, auch nicht abbauen. So, dann gehen wir mal den anderen Weg lang, wie ich das gerade als Lagune bezeichnet habe. Wo war der denn? Hier war der. Max mampft sich erstmal. Ach, das ist eine gute Idee. Ich kann auch mal wieder das mampfen. So einen schönen Apfel. Den habe ich heute auch im Real Life gegessen. So einen richtig schön leckeren Apfel. Das ist lecker. So. Von McDonald's. Genau. Ein Apfel von McDonald's. Path back to town. Have you got the key? Nein, den haben wir noch nicht. Der wird dann höchstwahrscheinlich hier irgendwo versteckt sein. Mann, gut, dass wir diese ganzen Fackeln mal... Nein. Lüge. Was hast du wieder gemacht? Ding fest. Okay, ey, hier ist links was. Ich habe Angst, den zu gehen. Gold Nugget. So. Time to play the game. Oh, ich bin gerade alleine in den ganz langen Gang. Oh, da bist du. Hallo. Hallo. So, boah, was ist das denn hier für ein Labyrinth? Meine Güte. Well done, you have found the key, but it is too late, Zenros. But it is too late, Zenros, der hat das gezeichnet. Aha. Der Alter, Zenros. Guck mal, was ich entdeckt hab. Oh, ein Shortcut. Cool. Hast du gerade noch ein Goldnugget nicht gefunden, hast du gesagt? Ja, hier. Ah, gut, cool. Danke. Wir schreiben morgen Bio. Ja, wir schreiben morgen Bio. Das werdet ihr jetzt natürlich ziemlich verspätet sehen, aber ihr könnt mir natürlich gerne trotzdem viel Glück wünschen in den Kommentaren. Ich meine, so ist es ja nicht, das könnt ihr natürlich trotzdem tun. Oder ein Beileid. Oder mein Beileid für das, was du geschrieben hast. Open the door and head to Hope Fountain. Lass uns hier erstmal ein bisschen umgucken, das sieht hier nämlich echt schön aus, muss ich sagen. Das ist ein kleiner Tempel hier, also so ein kleiner Magietempel. Ich würde sagen, wir verziehen uns hier jetzt mal. So, und wir müssen jetzt zu Hope Fountain. Und der ist genau wo. Ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Folge mir mal, mein Freund. Der müsste nämlich hier hinten irgendwo... Das ist ja ein Brunnen, ne? Aber das ist doch nicht der Hope Fountain. Nee, nee. Heißt Fountain nicht auch Brunnen? Hier hinten steht Hope Fountain. Wunderbar. Hier wohnt er. Ja, da waren wir ja gerade drin. So, Hope Fountain. So, was steht hier denn? Do not use anything on this gold block, unless told you. Read Note 7. But only if you have been told to read Note 6 first. Note 6 haben wir schon, ne? Ja, oh, haben wir. Hier ist überall Hoffnung. Ich pack mal ein bisschen Schissel hier oben rein, das wir nicht mehr brauchen. So,
Note 7. Würde ich sagen, lesen wir das jetzt mal. You now have Zanros' key to break the spell. I wonder how this works. There's no room here. Have you been tricked by Zanros? See if the key fits on this golden block in the ground. You may place the key lever on the gold block. Gut, wir können jetzt hiermit seinen bösen, bösen Fluch brechen. Boah! Wow! Ei, Karamba! What the fuck? Alter, was bildet sich hier? Holy! Hier wohne ich. Allalalala! Richtig schön gemacht. Heilige! Pum, 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 pum. Das war cool. Das war richtig cool. So. Das hat sich jetzt hier gebildet. Aber was sollten wir denn jetzt hier genau finden? Ich meine, hier ist jetzt eine kleine Workbench. Und was stand in der Notiz? Da stand drin: You may play, there's no room. Have you been tricked by Zanros? Können wir jetzt vielleicht oben in die Wizard Cave gehen? Hier hoch. Da bist du nämlich auch schon lang. Das sieht richtig aus. You can see something in the distance. Is this where... Gehen wir mit ein Stück weg. You need to go. Too bad the land out there is tainted with deadly toxin. You need to find another way. Oh, okay. Wir haben Pfeile und einen Bogen. Den schnappe ich mir mal. Und ein Gold Nugget. So, wir müssen einen anderen Weg finden, weil da hinten ist alles vergiftet. Können wir hier irgendwo mit dem Bogen irgendwo gegenschießen, dass hier irgendwas aufgeht oder so? Eine Tür? Sowas gibt's doch ganz oft. Irgendwas in der Distance. Ja, genau. Da ganz hinten in the Distance so ist auf jeden Fall genau. So ein Fortress-Ding. Warte, wir können am besten nochmal Note 6 lesen, weil das wäre das Tagebuch, glaube ich. Ne? Oder war das Tagebuch das Diary? Note 6 war, glaube ich, das Diary. Weil, genau, da steht nämlich ganz viel drin, was wir jetzt machen mussten. I have researched the history of the Pumpkin Prince via Wizard Cave. You can gain access to Wizard's Cave via switch in the room by Hope Fountain. To stop anyone traveling to Temple, I have used a spell to hide the room by Hope Fountain. The key which can break the spell is now hidden in the caves. Das haben wir. I have managed perfectly. This will allow me to avoid some danger. Edewitz kneel me before me. Gone mad, it's August now, so this happens week ago. No caves. How do I get down there? The key which can break this is now hidden in the caves below the town. I have managed to perfect the device, which can... Das Ding ist, wir haben jetzt einen Bogen. Gibt's irgendwo was in dieser Stadt oder irgendwie, was man aus der Ferne, ohne dass man in den Raum reinkommt, abschießen muss, um irgendwie irgendwo reinzukommen? Weil das wäre jetzt gerade unser Ansatzpunkt. Wizard Cave bin ich gerade. Wizard Cave. Da waren wir doch gerade. Ah, ne, Wizard's Cave ist da hinten. Ich komme da auch mal hin. Hier ist das, ne? Aber hier kann man, glaube ich, nichts machen. Hier ist auf jeden Fall ein Gold-Nugget noch drin, den nehmen wir uns. Wizard's Cave. Was steht da noch? Wizard's Cave. Ja, ne, da, ne, da kommen wir nicht durch. Sonst waren wir hier aber auch schon überall fast drin, ne? Abandoned House. Da wurde uns noch nicht gesagt, dass wir noch nicht reingehen sollen. Also wir sollten jetzt nirgendwo reingehen, wo wir noch nicht reingehen sollen. Sollten jetzt hier nicht irgendwie was ausprobieren, was wir gar nicht sollen. Hope Fountain. Da war unser letzter Punkt. Hope Fountain. Aber ist hier denn nicht irgendwie noch was? Ups. Hilfe. Hey. So. Hier ist aber auch nichts, ne? Nee. But only ich hab eine Idee. Und zwar? Nee. Schade. Ich glaube, die kannst du nicht nochmal so aktivieren. Aber Wizard's Cave, die hat der damit ja jetzt hier blockiert, dass wir hier überhaupt hochkommen. Das heißt, von hier oben müssen wir jetzt eigentlich einen Weg weiterfinden. Die Frage ist nur wie. You can see... Too bad the land out there is tainted with deadly toxins. You need to find another way. Guck mal, da hinten ist so ein Tiger. Guck mal, links. Und du triffst ihn gleich beim ersten Mal. Kann mir nicht wahr sein. So. Der soll sterben. Ist hier nicht irgendwo... Hast du nicht letztens noch gesagt, du willst dir den Tiger holen? Jo, ich würde mir gerne einen holen.
Das wäre doch übelst fett. Guck mal da links. Wenn du links guckst, da ist ganz viel mit Glowstone gebaut, wie so ein Weg. Ja. Aber wo führt der hin? Von wo muss man kommen, um da hinzukommen? Das ist natürlich nicht ganz so easy. You need to find another way. Und wir haben einen Bogen mit Pfeilen. Jetzt sind überall so Fackeln. Sind hier noch mehr Fackeln? Wie Fackeln? Ja, ich bin, ist egal, ich komme kurz zurück. So sollen wir hier bestimmt nicht rüber. Das, nee, das im Leben nicht. Nee, das kann nicht sein. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas abschießen. Ja, das schätze ich ja auch. Aber ich weiß nicht, was. Ich sehe auch ehrlich gesagt nichts, was man abschießen kann. Ne. Der war's. Alles verschiebt sich wieder. Zeus. Holy fuck. Okay. You need to find another way. Das ist auch eine super Beschreibung, weißt du? Hier geht's nicht weiter. Find einen anderen Weg. Okay. Gut. Machen wir. Wizard's Cave links. Wir gehen einfach nochmal zu Wizard's Cave hier hinten. Das kann doch nicht umsonst beschrieben sein, wo die Wizard's Cave... Oh Gott, hier ist auch so ein Tiger. Geh weg, du Getier. Oh Gott, der Arme. Nein. Das tut mir jetzt voll leid. Das voll... Oh, hier ist noch ein anderer. Komm her. Du bist ein richtiger Tierquäler. Bin ich nicht? Hallo? Hier ist auf jeden Fall die Wizard's Cave. Ja, aber hier können wir auch nicht viel machen. Können wir eigentlich nichts machen. Kann man das abbauen sonst? Da sollen wir nicht rein. Wo geht es lang? Naja, das ist aber eine schwere Geburt. Ja. Ha. You need to find another way. Wir könnten vielleicht noch mal einmal rein aus Interesse oben bei seinem Haus gucken, ob sich da noch mal was verändert hat. Wie bei Zenros Haus. Nee, aber das ist immer noch zugebaut. Aber hier, wieso hat sich denn das hier auch... Das hier ist so sein kleiner Raum gewesen, oder was? Das war nicht mehr und nicht weniger. Und hier rechts geht's wirklich nirgendwo hin. Man übersieht ja manchmal so ganz kleine Gänge. Da geht's auch nirgendwo rein. Nee. Das hier ist komplett einfach weg. Auch nicht hierfür. Ich nicht, ich beide. Hey, du hast morgen Sport. Ja. You can see something in the distance. This is where you need to go. Too bad the land out there is tainted with deadly toxins. Ich will ja nicht sagen, aber ich sehe hier draußen jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Gifte. Aber irgendwas soll hier draußen sein. Ja, ja. You need to find another way. Vielleicht soll man auch von hier oben, von dieser, sag ich mal, schönen Aussicht, von dem Aussichtspunkt hier, einen anderen Weg finden. Da hinten ist ein Loch im Boden. Siehst du den da? Da hinten, an der Mauer direkt. Lass mal da zur Mauer gehen. Das wirkt für mich da hinten nicht ganz koscher. Autsch. Koscher. Koscher. Hier müsste irgendwo... Ups. Hier ist erstmal ein Gold Nugget. Hier kann man tiefer rein, aber das bringt auch nichts. Toll. Ich dachte, ich wäre jetzt mittendrin. Was ist das hier für ein Raum? Darf ich hier reingehen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich will da noch nicht reingehen. Das wurde uns eigentlich noch nicht gesagt. Aber irgendwie ist das der einzige Weg, der mir jetzt vorkommen würde, wo man reingehen könnte. Komm mit, Max. Wir versuchen das jetzt. Es kann sein, dass ich jetzt mega viel Scheiße baue. Ja, hallo? Ich glaube, das war richtig, was wir gemacht haben. Oh. Ja, weil wir kommen jetzt hier außerhalb der Mauer raus. Warte, hier ist noch eine Truhe. Da ist wahrscheinlich ein Goldnugget drin. Ganz viele Eisenschwerter und gebratenes Fleisch. Oh Gott, war das richtig, dass wir hier lang gegangen sind? Ich weiß nicht, ob das richtig war. Du solltest übrigens die Gasttränen mitnehmen. Da ist eine drin, nimm die mal mit. Jo. Oh, ich habe gerade richtig Angst, ob das richtig war oder falsch war. Oh, jetzt kommen wir hier raus. Okay. Wir haben aber nichts Story-Irrelevantes gemacht. Also war das wahrscheinlich so ein Ding, was man ausprobieren durfte. Okay, ich glaube, wir haben nichts Schlimmes gemacht. Das wäre jetzt scheiße. Ey, komm. Selbst auf der Map, die wir mitbekommen haben, sind nur Fragezeichen.
Was ist das denn hier? Ja, ja, ist hier. Ach, hier kamen wir her. Open the door and go to the Hope Fountain. Hier kamen wir her. Das ist die Armory, die aufgesprengt wurde. Well. Ich glaube, gerade wo ich da bin, darf ich gar nicht sein. Du bist da nicht runtergegangen, oder? Oh, Max. Ich habe gerade gesagt, dass die hochgesprengte Armory. So. Ja, ja, ich dachte, ich sah nur das Redstone-Kram da. You need to find another way. Die sagen das auch so richtig simpel, weißt du, als wäre es nix. Und hier steht so ein Bluffs. Mach wieder was kaputt. Das ist gerade nicht passiert. Du, du, du. Was hast du denn schon wieder kaputt gemacht? Nichts. Max. Ja, ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Wenn da steht, do not break any blocks, dann darf man nichts kaputt machen. Das war nicht story-relevant. Ich glaube, wir müssen da hinten zu diesem anderen Dings hinkommen. Ja, aber wie ist die Frage? You need to find another way. Irgendwie muss das verbunden sein. Wir müssen über irgendeinen anderen Weg da hinten hinkommen. Das sieht aus, als ob da eine Rail ist. Das ist eine Minecart, auf die wir da hochfahren müssen. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. Craigs Haus. Wir können noch mal in Craigs Haus gehen. Geh mal in Craigs Haus. Hallo. Hier ist ein gebratener Fisch und Fackeln. Mehr nicht. Oh, der hat ja viel zu Hause. Der Wizard Cave. Oh. Ja, in die Wizard Cave kommen wir auch irgendwie nicht rein. Da ist ja auch nichts. Oh, hier ist ein Baby. Was? Was siehst du denn jetzt? Hier ist ein Baby. Oh, wie süß! Ein Baby-Tiger. Ganz viele Baby-Tiger. Das hat voll den großen Kopf. Hallo. Oh, wie süß. Guck mal, das hat voll Angst. Ist hier sonst am Eingang noch irgendwas, was man hier vielleicht übersieht? Ne. Es ist echt nicht so einfach. Das gibt's ja gar nicht. In Adventure Maps haben wir immer so manchmal einen Moment, wo wir richtig stucken. Jo. Hier in der Wizard Cave ist aber auch nichts. Da kommen wir ja gar nicht rein. Ach, hier kommen wir her. Way. Dem Tempel. Was hier denn hier? Wizard's Cave. Sealed. 1761. Was zur Hölle? Übrigens, das, was da gebrannt hat, wo wir gerade die ganze Zeit waren, ne? Das ist gar nicht die Wizard's Cave. Ja. Ich habe gerade die Wizard's Cave gefunden. Du bist gerade auf der... Oh, Alter, ist so schnell. Sind hier vielleicht irgendwie Löcher in der Seite? Uah! Da war Feuer. Da kommen wir auch nicht durch. Wir hängen hier so richtig fest. Wir hängen gerade richtig fest. Kann doch nicht wahr sein. Ich werde das wieder richtig easy. Wir hängen nämlich aber immer... Aber hier steht jetzt so ein Schild Wizard's Cave. Ja, aber da kommen wir trotzdem nicht rein. Das ist das Komische. Der hat ja in seinem Tagebuch auch nicht geschrieben, wie man da reinkommt. Stupid idiots treating me like a fool. I have researched the history, you can gain access to the Wizard's Cave, we are switch in the room by Hope Fountain. You can gain access to the... Den Switch haben wir doch umgelegt, oder nicht? Gehen wir mal zu Wizard's Cave. Na Jungs. Ne, die Wizard's Cave ist nicht offen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. But only if you have read note 64. Wo bist du denn schon wieder hin, Max? Ich bin bei diesem Gang, wo wir gerade waren, bei diesem Tempel. Okay. Vielleicht müssen wir da unser Lava-Ding nutzen und kann man durch, weißt du? Was ist hier gerade explodiert? Hilfe! Ich bin gerade erschrocken.
Vielleicht. Boah, dann könnte Vielleicht. ich mich auch so um. Wo geht's denn hier hin? Warte. Hast du eine gute Idee oder wie? Hm. You can gain access to the Wizard Cave via Switch. Den haben wir eigentlich umgelegt. Ach, hier hast du den Glowstone kaputt gemacht. Jetzt habe ich es auch gefunden. Hä? Wir müssen ja irgendwie außerhalb dieser Mauern kommen, aber wie? It's not that easy. It's not that easy. Oh, es wird hier gerade richtig schön mit der Sonne. Sonst kann bei mir mal. Oh, hier brennt gerade so ein kleines Vieh nieder. So ein kleines Kätzchen, Tigervieh. Voll das arme Ding. Hier sind aber sonst auch nirgendwo Löcher oder so im Boden. Ne? Das ist bestimmt so richtig simpel. Bestimmt richtig simpel. Hundertprozentig. Weil wir immer nur bei sowas stehen bleiben. Was war hier denn für ein Haus? Abandoned House. Ja, hier ist wirklich nichts drin. Das sieht auch so aus, als wäre es verlassen. Bakehouse. Wir haben so ein bisschen was gebacken. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht, das kann doch nicht. Wo rennt er denn hin? Ich hasse mein Leben. Wieso zocke ich überhaupt noch? Oh Mann. Wir haben gleich alles abgearbeitet. Ich sag dir, wenn Fußball kommt in einem Monat, ne? Das wird richtig meine Welt. Das ist ein schönes Thema, worüber man reden kann. Besonders weil ich davon so viel kenne und so viel weiß. Du kennst Deutschland. Deutschland habe ich schon was von gehört. Oh, hier ist ein Goldnugget. Ich habe gerade noch von da, wo wir hier kamen, ein Goldnugget gefunden. Ha. So. Ha. Hallo. Ich stehe ganz klar über dir. Gott. Ne, tue ich wirklich. So. You need to find another way. Ihr sagt das so einfach. Coming home, it's coming. Football's coming. Also hier einfach rübergehen, das wird falsch sein. Das kann nur falsch sein. Weil draußen ist es, wir das müssen uns ja... Richtig. Nee, wir müssen uns ja vorstellen, draußen ist alles vergiftet. Also können wir den Boden draußen noch nicht mal berühren. You can see something in the distance. Is this where you need to go? Too bad the land out there is tainted with deadly oxen. You need to find another way. Und hier war ein Bogen drin. Ein Bogen. Wo können wir nochmal hinschießen, dass irgendwas passiert? Da nicht. Die Fenster kann man nicht einschießen. Unrealistischer Scherz. Wow. Geh auf. Ich laufe auch schon so richtig die Alternative. Geh auf. Geh auf. Ich will nichts sagen, aber wir sind gerade ein bisschen lost. Aha. Ich wollte jetzt nicht was zu viel sehe ich denn hier? Was? Hast du was gefunden? Weiß ich nicht. Zeig mal, wo? Ne, ich glaube, das darf man nicht. Bist du gerade schon außen rausgesprungen? Ne, ne. Aber ich lief halt so oben auf der Mauer lang und hab irgendwie eine Verbindung gesehen. Weil das, was es hier gibt, das hier, gibt es auf der anderen Seite der Mauer nochmal. Ja, das stimmt. Das soll aber einfach nur, glaube ich, zum Plot dienen, weil hier alles zerstört wurde. Ach so. Hm, nee.
Ja. Wir sind mal wieder verpeilt wie sonst was. Wo bin ich heute müde? Ja gut, sonst würde ich sagen, Ich machen wir muss erstmal sterben. ein Cut. Und dann suchen wir im nächsten Part nochmal einen Weg hier weg, um hier irgendwie rauszukommen. Und auch wenn die Folge am Ende ein wenig verpeilt war, wir haben am Anfang ja noch viel geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte Tja. eine positive Bewertung da. Und ihr könnt ja auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich habe sogar irgendwas gesagt, dass ihr mir viel Glück wünscht bei meiner Bio-Klausur und viel Beileid, Mitleid. Ihr hasst mich. Und Max darf mal wieder die letzten Worte an euch richten. Viel Spaß damit. The stage is yours. Lichtreaktion oder Sekundärreaktion? Eure Entscheidung.